Hello Friends! Ich muss euch etwas sagen. Als ich jung war, wollte ich so gerne Künstler sein. Ich war dünn und ich war düster. Ich las gerne Bücher von Andy Warhol. Mal hatte ich zu viel Selbstbewusstsein, dann wieder zu wenig. Ich habe immer schon, wenn meine Eltern das Haus verließen, meine Kamera aufgedreht und Videos gemacht. I kissed myself and I liked it. Aber ich liebte es auch Fotos, Grafiken und Zeichnungen zu machen. Und im Gegensatz zu den Videos hatte ich mit Fotos, Grafiken und Zeichnungen nie Erfolg. Das wird wohl niemanden überraschen, weil diese Werke ein bisschen so aussehen wie die Werke aus Hitlers Bewerbungsmappe für die Angewandte. Aber ich werde sie euch jetzt zeigen. Man merkt, dass ich meinen Scheiß ernst genommen habe, weil alle Bilder ein Passepartout haben. Ich habe gerade mein erstes Werk ruiniert. Falls ihr euch wundert, ob ich zu diesem Zeitpunkt bereits als schwul geoutet war, ich war ziemlicher Fan von Alice im Wunderland, das heißt, ja! Jedenfalls habe ich dieses Werk gefertigt namens Alice im Drogenland. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dieses Bild dann bei meinem Abitur präsentiert habe und so meinte, wenn man Lewis Carrolls Alice im Wunderland zwischen den Zeilen liest, hat es einen versteckten Drogenkontext. Der Drogenkontext in Alice im Wunderland ist in etwa so versteckt wie meine Vorliebe für Wein. Hier haben wir das zweite Werk. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, als ich diese Collage angefertigt habe, absolut keine Ahnung hatte, was ich aussagen möchte und dann wahrscheinlich danach gesagt habe, so, tja, wer die Aussage meiner Collage nicht versteht, der ist wohl einfach nicht intelligent genug. Das bin ich! Ich habe hier mich selbst gezeichnet, dann habe ich es zerschnitten und expandiert. Um einfach meine innere Zerstreutheit wiederzuspiegeln, denn als 17-Jährige hatte ich es wirklich schwer im Leben. Ich wusste nie, soll ich zum Mittag Spaghetti essen oder doch lieber eine Pizza? Es war schwierig. Hier habe ich ein Kunstwerk von jemand anderem gemacht, einen Jungen, in den ich verliebt war. Und es war ein Foto, das zuerst von ihm entstanden ist, als wir gemeinsam auf einer Party waren. Und das hier, was so reflektiert, ist Kaugummiverpackung. Ich habe für diesen Typen ca. 30 Kaugummis gegessen. Dieses Selbstporträt ist einfach nur schockierend und wahnsinnig deep. Denn ich war ein tiefgründiger Jugendlicher, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dieses Bild ebenso bei meinem Abitur hergezeigt habe. Bei meiner Matura, für alle Menschen, die jetzt wütende Kommentare verfassen. Ja, hier habe ich einfach nur Roy Lichtenstein kopiert. Das ganze Bild schreit für mich nach Magersucht. Ich habe damals wenig gegessen und ich habe immer Fotos von mir gemacht, wenn ich doch aß. Und einmal habe ich mir Macaroni mit Käse zubereitet und währenddessen habe ich mich fotografiert mit Photobooth. Das war dann mein neues Facebook-Profilbild, um den Leuten zu zeigen, ha, seht mich an, ich esse Macaroni mit Käse, doch ich bin sehr, sehr dünn. Und ich sehe darauf eigentlich so aus wie diese lesbische Trainerin aus Glee. Ich habe früher sehr gerne Collagen gemacht. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, so zu Hause zu sitzen, Dinge auszuschneiden und dann zu was Schönem zusammenzukleben. So wie ich es mit all den Leichen tue. Ich möchte das jetzt gar nicht werten oder irgendwie negativ zeigen. Ich finde das ziemlich cool, dass ich früher so kreative Dinge gemacht habe. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich aufgehört habe. Denn in der Schule habe ich das immer so gemacht im Kontext der bildnerischen Erziehung und weil ich das dann meinen Lehrern zeigen konnte und irgendwie Pluspunkte dafür bekommen konnte. Und jetzt habe ich nicht mehr so den Ansporn dazu. Aber ich finde es nur spannend, dass wir als Menschen immer so in verschiedene Rollen schlüpfen. Und mit 17 habe ich halt wirklich gesagt, okay, ich bin Künstler und ich möchte ernst genommen werden. Und dann irgendwann so um die 20 habe ich mich gerebrandet und gesagt, jetzt bin ich Videomacher. Jetzt bin ich halt so Mitte 20 und habe keine Ahnung, wie ich mich neu erfinden soll. Vielleicht als Leichenfledderer. Ha! Comedy! Sagt mir doch in den Kommentaren, wie ihr euch früher in eurer Jugend zum Beispiel gegeben habt. Denn ich finde das wirklich sehr spannend. Wir alle versuchen doch irgendwie so Rollen anzunehmen und zu sagen so, oh, ich bin jetzt Tierschützer und ich bin jetzt Künstler. Was war eure Rolle? Jetzt, wo das Licht verschwunden ist, muss ich dieses Video beenden. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao.